immer in Bewegung bleiben, dann sind einem die Hummergötter gnädig. Schade, dass wir schon weg müssen. Na los, James, das hier ist das Schlaraffenland. Die Trawler sind abgezogen. Das Leben ist einfach nur schön. Die Trawler sind außer Sichtweite, doch am Horizont taucht eine viel größere Bedrohung auf. Die haben den ganzen Ozean und müssen ausgerechnet hier lang. Es ist mal wieder einer dieser Tage. Eine Kollision mit dem 200.000 Tonnen Frachter wäre eine Katastrophe. Momentan ist mir völlig egal, was wir in den Körben haben. Ich will bloß weg von diesem Pott. Dazu werde ich wohl die Leinen kappen müssen. Hoffentlich überlegt er es sich noch. Den Kurs zu halten, hätte unter Umständen eine Kollision mit dem Ozeanriesen zur Folge. Ändert Norbert ihn, wären die Hummerfallen wohl für immer verloren. Es würde nicht viel bringen, einen Funkspruch rüberzuschicken. Selbst wenn bei denen jemand auf der Brücke ist, spricht er vermutlich kein Englisch. Oftmals nicht mal der Kapitän. Dieses Schiff ist schon mal mit so einem Koloss zusammengestoßen. Das Bild hängt oben im Steuerhaus. Noch 10 Körbe bis zum Ende der Reihe. Die Crew verschärft das Tempo. Noch 7. Der Frachter kommt immer näher. Noch 800 Meter und 5 Körbe. Am Ende ist es Norbert persönlich, der den Highflyer aus dem Wasser zieht. Zwischen dem Frachter und der Debbie Ann liegen nur wenige hundert Meter. Aber dicht daneben ist auch vorbei. Die Hummer sind vor Schreck in unsere Fallen geflohen. Wie viele habt ihr gezählt? 126? So gefällt mir das. Hohe Fangzahlen. Zudem sind die Tiere auch noch schön groß. Aus 250 Körben haben wir jetzt rund 360 Kilo rausgeholt. So was nenne ich einen Volltreffer.